An die smarteste Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Endlich ist es mal wieder soweit. WM to Glory geht weiter. Ja, wir hatten leider Gottes einen kleinen Fauxpas. Wir hatten investiert, das ging nicht auf. Das werdet ihr alles noch im Video sehen. Nichtsdestotrotz haben wir heute nochmal ein paar Packs geöffnet, die sich so angespart haben. Wir haben unsere 3x20x84 Plus Packs geöffnet. Wir haben unsere 3 Hero Packs gemacht mit Roulette. Und wir haben eine Icon gezogen. Eine WM-Icon in einem 75 Plus Player Pick. Wer kann das schon von sich behaupten? Hey, Jungs, wenn euch das ganze Video gefällt, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da, sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr einfach für den Algorithmus unten was in die Kommentare schreibt. Es ist gut eskaliert, wir hatten ein richtig gutes Packluck. Deswegen checkt das auf jeden Fall ab, lasst Liebe da und jetzt gehen wir rein ins Video. Let's go. Und ja, ich war beim Friseur. Ich sehe schnieke aus, wie man so schön sagt. Es wird hart, Chat. Es wird hart, denn für diejenigen, die es vielleicht auch mitbekommen haben, wir haben investiert gehabt auf der RTG. Ich habe 3000 Karten gekauft. 3000 League on Rares. In der Hoffnung zumindest. Die Intention war in der Hoffnung, es kommt Doppel-Upgrades. Denn die gab es ja in den letzten Jahren immer, diese 81 plus Doppel-Upgrades der League on. Ja, was soll ich sagen? Es ist nicht gekommen. Jetzt ist die große Frage, wo stehen die? Weil wenn die ganzen Jungs nicht bei 800 Münzen stehen, bedeutet das für uns, wir können alles abstoßen. Ne? Also wenn die alle Abstoßpreis sind, dann bringt uns das wahrscheinlich leider Gottes auch nicht weiter. Wir können ja nochmal ganz kurz reingucken. Aber ja, die liegen halt alle bei 700. Komplett alle. Und wir haben die für 757 verkauft. Dimitri Payet ist zumindest noch ein bisschen teuer. Die 83er halt, das ist okay. Volland, Takia, Fico, Payet. Das sind die einzigen, die was wert sind. Der Rest ist nichts wert, Chat. Das bedeutet, wir müssen jetzt 2700 Karten abstoßen. Und das wird ein Spaß, ich sage euch, wie es ist. Weil das sind ordentliche Verluste, die wir eingraken müssen. Ne? Aber so, ich sage, wie es ist, so ist es immer noch besser, als jetzt jede einzelne Karte zu verkaufen. Ne? Es war ein Risiko, was ich eingegangen bin, aber leider, leider Gottes, sind die halt alle nichts mehr wert. Wir können die ganzen Leute auch mal abstoßen. Ne? Es tut sehr, sehr weh. Ich sage, wie es tut sehr, sehr weh. Weil das könnte, hätte guter Gewinn sein können. Denn die waren letztes Jahr noch bei 2,8. Jetzt sind sie leider gar nicht gestiegen, weil die EA uns da nicht in die Karten gespielt hat. Ja, müssen wir alles mitnehmen. So wären wir bei unseren angedachten 6 Millionen gewesen. Hätten wir das alles gemacht. Aber wie viel Verlust wir am Ende gemacht haben, sehen wir jetzt gleich. Denn ich werde jetzt gleich mal alles abstoßen. Aber im Endeffekt, das müsst ihr auch immer wissen, Verlust gehört einfach dazu. Ne? Was Trading angeht, da gehört Verlust halt einfach leider Gottes dazu. Weekend League Picks. Abfahrt ist angesagt. Ich sag's mal so. 11 Siege noch geholt. Wir haben Verluste gemacht. Knapp 300k. Wir haben ja noch ein paar 83 auf der Transferliste gehabt. Da haben wir wieder Gewinn gemacht. Deswegen knapp 300k Verlust. Ist erstmal okay. Nimmt man mit. Gehört dazu. Und jetzt, Chat, machen wir ja erstmal eine Icon. Auf ganz entspannt R9. So. Oh, Mitrovic und Rodri ist am Start. Sind schon mal zwei Walkouts. Wir gehen allerdings mit dem höheren gerateten, nämlich Rodri. Ist okay. Nummer 2. Komm, Icon. Verratti, dritter Walkout, den wir angezeigt bekommen. Und komm, gönne, Icon. Vierter Walkout mit Trapp. Ja, also keine hohen Walkouts, aber naja, immerhin 4 Walkouts, die angezeigt wurden. 3 konnten wir mitnehmen. Das ist in Ordnung. Ja. Besser als nur 84er Picks, sind wir mal ehrlich. Walkout im Vorschau-Pack-Chat. Courtois, let's go. Ich glaube, heute haben wir Pack-Luck, Männers. Einfach im Vorschau-Pack, Courtois. Kurz war aber anders wild. Nice. Ja, nehmen wir erstmal mit. Behalten wir, Chat. Sehr, sehr cool. So, gehen wir rein. 46 Packs haben wir am Start. Ich werde euch hier natürlich die Best-Offs zeigen. Die guten Spieler. Den Rest natürlich nicht. Mal gucken. Ja, mal gucken. Ich bin, wie gesagt, sehr gehypt. Vielleicht ziehen wir ja wirklich noch was Gutes. Jetzt mit dem Courtois war vielleicht keine so schlechte Sache. Dann können wir noch ein paar Player-Picks damit machen. Und ich denke dann, haben wir zumindest den Black Friday halbwegs okay noch abgeschlossen, weil der Verlust ist halt schon hart. Wir konnten nichts weiter machen an Shop-Tokens und so weiter. Deswegen mal gucken. Oh, wir gehen zum ersten Mal durch. 83er im 75 Plus Pack. Tonali, Alter. Was für Packluck. Strong. 83 Plus seltener Goldspieler. Na, vielleicht ist da ja was drin. Ah, Walkout. Ja, David. Gut so. David kommt zu Papa. Big W. Sehr schön. Das ist gut. Das ist klasse. Das gefällt mir. Und dann direkt dahinter, da ist auch das 84er. Und ich wette mit euch, da kommt ein 84er raus. Oh, Walkout.
Lukaku. Ja, ist auch okay. Ja, alles Futter, was wir nutzen können, um eine SBC oder so mal abzuschließen, die noch interessant ist. Ist okay. Wir gehen rein in den ersten von 1 von 2 Jahresrückblick-Pick auf der RTG. Stat Reveal ist am Start. Männers, wir gehen rein. Ich bin gespannt, Jungs. Ich bin gespannt. Es hat sich geöffnet. Drück R3. Okay, wir gehen rein mit einer Karte. Die hat... Oh, 80 Füße ist schon mal stark. Ist schon mal nicht schlecht. 44 Def. Okay, könnte ein Stürmer sein, ne? 84 Dribbling mit 80 Beweglichkeit. Okay. 79 Passner. 87 Schießen, auch gut. Und 86 Tempo. Sieht auch einem guten Stürmer aus. Okay. Es ist eine Champions League-Karte. Oh, ah ne, ist ein Flashback. Falcao. Okay. Cool. Ja, Falcao ist jetzt ist auf jeden Fall was Besonderes. Sag das mal so. Ist was Besonderes. Haben wir selten gesehen. Nummer 2. Ah, ist kein Alaba. Ich wollte unbedingt Alaba haben. Wird wahrscheinlich auch kein Valverde-POTM sein. Vielleicht Messi? Naja, ich glaube, Messi hat bessere Kopfballpräzision, oder? Ja, der hat auf jeden Fall ein besseres Dribbling. Aber Dribbling geht klar. Vielleicht sowas wie ein Chiesa. 87 passen auch nice. 85 schießen, ne? Und 90 Tempo. Könnte wirklich Chiesa sein, oder? Ist ein Rulebreaker. Ah, vielleicht Becker. Oh, Insigne. Auch nice. Insigne auch cool, aber ich weiß gar nicht, wen ich davon schon gemacht habe. Insigne haben wir schon gemacht, okay. Insigne haben wir schon gemacht. Falcao übrigens, Preis der SBC lag bei 44k. Und Insigne SBC lag bei 54k. Ne? Also, ja, Falcao ist trotzdem okay. Bin ich zufrieden, ist in Ordnung. Kriegt man ja so nicht wieder. Und ist halt eine Legende. Kane, Vardy, ja, Vardy ist... Vardy bin ich zufrieden mit. Vardy ist okay. Das ist in Ordnung. Aus einem 2x80 Pluser nur. Das ist zufriedenstellend. Irgendwelche Walkouts noch. Wäre so cool. Alba? Ja, immerhin mal wieder. Es hat jetzt über 10 Minuten gedauert, bis wir mal wieder einen 85 Pluser gezogen haben mit Alba. So, dann machen wir hier mal die 583 Plus. Das ist ja Weekend League, ne? Das ist ja wie das Inform-Pack. Mal gucken, ob das Inform-Pack 30k müssten wir rausholen. Als würden wir damit 30k rausholen. Also, jeder beschwert sich. Oder viele haben jetzt sogar geschrieben, oh, ich finde das so geiler. 5x83 plus. Ja, weil du halt keine 3 Abschussinforms siehst. Ja, die wären halt sogar mehr wert gewesen. Ich sag, wie ist es? 50k Sets. Ich finde, die gönnen eigentlich überhaupt nicht. Mal gucken, ob er jetzt im zweiten gönnt. Ja, ich habe nichts gesagt. Walkout. Casemiro ist gut. 89er Casemiro ist stark. Sehr gut, EA. Ja, man muss sich doch mal beschweren. Oha, was ist das denn? Bestes 50k-Pack aller Zeiten, ne? Einfach 2,89er drinne. GG. So. Wir machen das Ding übrigens jetzt einfach so auf. Wir hatten vorhin Stat-Reveal. Wir machen das Ding jetzt einfach auf. Einfach auf ganz entspannt, weil wir wissen, jetzt kommt ein Alaba. Oder ein Valverde. Barclay oder Telles. Barclay übrigens 101.000 Münzen gewährt gewesen, ne? Telles hat gekostet 124k. Boah, das ist eine gute Entscheidung. Ist aber trotzdem ein cooler Pick. Okay, Chat, ihr habt entschieden, wir gehen auf Telles. Telles, 80%. Haben 75% auf Telles. Wir gehen mit Telles, nehmen wir mit. Ist in Ordnung. Wir gehen auf jeden Fall jetzt weiter rein. Nächstes 50k-Pack. Nummer 3 ist tradable. Und wir ziehen jetzt hier tradable-technisch. Dzeko, geil. Dort, wo wir mal vielleicht Coins machen könnten, ziehen wir wieder nix. Geil. Cool. Wirklich nice. GG an EA. GG. Okay, wir haben jetzt noch ein seltenes Megapack und ein ultimatives Pack. Seltenes Megapack ist Untrade. Vielleicht haben wir da was. Oh, Walkout. Sehr gut. Na was? Ja, ist Untrade. Nehmen wir mit. Gerade ist es strong. Gerade strong für eine SPC, die wir halt vielleicht machen, ne? EA gönne. 125k Pack. Abfahrt. Nee, cool. Danke, EA. Klasse, 125er. Bestes Pack aller Zeiten. Yippie. Krank. Okay, Jungs, wir sind angekommen. 20 Spieler. 84 plus. Wir haben viele gesehen auch im Stream. Wir sind auf der RTG. Hier heißt es natürlich Packler Karpen oder nicht. Ne? Also, du kannst hier halt komplett gebrochen werden. Wir haben Packs gesehen.
wo zwei Walkouts mit dabei waren. Wir haben aber auch Packs gesehen, wo schon ein R9 drin war. Wir haben schon Packs gesehen, wo ein Pelé drin war. Wir haben schon Packs gesehen, wo halt 10 Walkouts drin waren. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich will mich da auch nicht zu sehr hypen lassen. Wir starten rein, wir machen jeweils ein R3-Pack in der Hoffnung, dass wir was Gutes ziehen. Wir starten rein mit Pack Nummer 1. Come on. Wir haben übrigens 7 Duplikate, nur damit ihr Bescheid wisst. 7 Duplikate haben wir am Start. Fangen wir an mit Rice, Oyarzabal, Martinez, Trippier, Di Maria, Chiellini, Nummer 7, Süle. Das sind alle Duplikate, Chat. Das sind erstmal alle Duplikate. Weiter geht's mit Berardi. Ein 7. 84er, 8. 84er, 9. 84er, 10. 84er, Aubameyang. Okay, wir haben 10 über 84 plus. Jorginho, wir müssen hoch. Wir müssen hoch, Chat. Okay, Walkout Nummer 1, Smondi. Nummer 2, Lukaku. Nummer 3, Fabinho. Ter Stegen. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch einer kommt. Ederson. Könnte jetzt noch was kommen? Ich weiß es nicht. Mertens. Okay, cool. Und das war's. Weiß ich nicht, Chat. Walkouts haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. 6 Walkouts. Ich sag's mal so, 1084er ist okay. Also es ist jetzt, ich sag immer so, 8 Walkouts. 8 Walkouts ist halt echt, echt stark. Ist es 6 von 10, würde ich sagen. Oh, Walkout. Ein 2-seitiger Goldspieler-Pack. Tagesanmeldung. Oh ja, 88er Diaz. Tagesanmeldung rockt. Ich sag, wie es ist. So, Männers, wir gehen rein. Zweites Pack. Erstes Pack waren 6 Walkouts. Mertens war mit dabei. Gucken wir mal, ob es jetzt genauso wird oder ob es besser wird oder vielleicht sogar schlechter. Wir gehen rein in die ganze Sache. Komm schon, ihr Gönne. So, wir haben 8 Duplikate zumindest schon mal, Chat, damit ihr Bescheid wisst. Der erste ist wieder mal Rice. Ja, wir werden wahrscheinlich viele 84er jetzt vielleicht auch sehen. Rice. Oyarzabal. 3, 4, 5, 6. 6 84er zumindest schon mal. Vardy. Oh, Diaz noch mit drinne. Und das ist das 7. 7. 84er. 8. 84er. 9. 84er. 10. 84er. Wir müssen jetzt hochgehen. 11. 12. 12 84er. Okay, Laporte. Zweiter Walkout. Dritter Walkout. Vierter Walkout. Zielinski. Okay. Nice. Ich bin mir den Konsequenzen bewusst, dass wir hier nur Scheiße ziehen. 4 Walkouts, Chat. Bodenloses Pack. Real Talk, bodenloses Pack. Gut, Jungs. Gehen wir rein ins dritte. Okay, wir haben 4 Duplikate, Chat. Damit ihr Bescheid wisst. Erster Spieler, Oyarzabal. Kein Rice. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen, wenn wir mal keinen Rice am Anfang sehen. Di Maria. Oh, jetzt schon Ruben Diaz. Okay, erster Walkout. Okay, da haben wir ja nur 3 Duplikate. 3 Duplikate waren das nur. Okay. Wir hatten 2 84er. Das ist der dritte. Der vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, 9. Okay. 984er ist das Niedrigste, was wir bis jetzt hatten. Das ist schon mal gut. Jetzt muss bloß die Walkout-Anzahl hochgehen. Acuna 1er, 85er und dann wird's wild, Chat. Gündogan? Wir haben 9 Walkouts, Chat. Wir haben 9 Walkouts. Diaz und Skriniar. Da kann was kommen, Chat. Brozovic. Wir müssen halt so schnell wie möglich hoch. Lukaku. Thiago Silva. Robertson. Verratti, Navas. Warum kommen wir jetzt in Diaby? Das war's, Diaby war der Letzte. F in den Chat. Gar keine Special Card. 8 Walkouts. 8 Walkouts ist okay, habe ich gesagt. 8 Walkouts bin ich fein mit. Aber gar keine Special Karte, das tut schon weh. Bedeutet für uns, wir machen jetzt 3 Hero Packs, machen ein schönes, saftiges Roulette damit. Und damit bin ich auch zufrieden. Weil da ziehen wir ja Rudi Völler, Forlan und Al-Obairan. Und dann ist das Ding doch durch. Dann ist auch okay. Boah, wir starten rein mit dem dreifachen Hero-Roulette.
Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir ziehen werden. Ne? Wir hoffen natürlich auf viele WM-Heroes, die 3x20 x 84 plus haben nicht gegönnt. Wir machen ein dreifaches Roulette. Das habt ihr ja schon mal gesehen auf dem Main-Account. Sehr gut, kein Duplikat. Sehr nice. Start mal rein in die ganze Sache. Wir gehen das natürlich wieder vom Niedrigsten aus. Wir stellen die normalen Hero-Preise einfach ein. Von niedrig bis hoch, gucken einfach alles durch und hoffen vielleicht, dass wir was Gutes drin haben. Wir dürfen halt bloß nicht gebrochen werden. Gut, gehen wir rein mit Dempsey. Der kann ja nur World Cup Icon sein, glaube ich. Okay, ist es nicht. Sehr gut. Kricken kann gar nicht drin sein. Crouch kann auch nur World Cup sein, ne? Gott, haben wir leid. Nichts passiert, Männers. Cahill. Ist es nicht. Sehr schön. Al-Shabaab. Hat man schon, Chat. Hat man sogar schon. Alles gut, nichts passiert. Männers, nichts passiert, hat man schon. Kein Bruch an uns. Ich wollte schon sagen, irgendwo kommt er mir bekannt vor. Mostovoy. Okay. Ich weiß halt nicht mehr, was wir im Dings haben. Zum Glück, ey. Oh Gott, Donovan, ist es nicht. Sehr schön. Ah, oh, Hilfe. Das wäre auch schon wieder absolute Katastrophe gewesen. Kein Soulscare. Jetzt wird es erstmal wild, Chat. Ich glaube, Campos haben wir im Verein. Campos haben wir im Verein, stimmt. Den 88er haben wir im Verein. Chat, den haben wir im Verein. Sehr gut. Das ist ja geil. Stimmt. Und wir haben Carvalho schon im Verein. Auch das dürfen wir nicht vergessen. Jetzt kommt es langsam wieder raus. Ja, lange nicht mehr gemacht. Jungberg. Ist es auch nicht. Sehr gut. Wir gehen auf die zweite Seite. Milito. Komm schon. Ist es nicht. Sehr gut. Mario Gomez. Ist es nicht. Sehr schön. Coit. Coit WM würde ich anders mitnehmen. Würde ich fühlen. Schade. Dudek. Ich glaube, haben wir Dudek nicht auch? Ja, wollte ich schon sagen. Dudek haben wir auch schon. Sehr gut. Nichts passiert, Männers. Morientes. Ist es nicht sehr schön? Papa. Papa, so wie auf dem Main? Nein. Sehr nice. Ricardo Carvalho, haben wir die WM-Karte. Haben wir im Verein. Ja, haben wir. Alles gut. Langsam wird es sehr interessant, Chat. Oha, bis jetzt sieht das sehr gut aus. Bitte WM. Keinen Cola. Okay, Park ist am Start. Den haben wir ja auch gezogen als WM auf dem Main. Haben wir die Leihkarte? Ist es nicht, Chat. Marquez, Ansage, Marquez ist zu 100% einmal. Ist es auch nicht, Chat. Okay, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Mascherano. Kostenpunkt 58k. Haben wir nur die Leihe. Cap de Villa. Würde ich mit Kusshand nehmen, egal welche. Ne? Ist es nicht? Langsam wird's ein bisschen unheimlich. Nakata, wir sind bei 69k der normalen Hero-Preise. Ist es auch nicht. Okay, Cole... Haben wir den normalen, den Joe Cole, den normalen Hero haben wir schon im Verein. 75k. Oh, und wir ziehen seinen Second. Cole ist am Start. Ja, schade, weil wir halt den schon den normalen haben. Statistik zeigt auch echt gut, ne? Statistik war echt gut, aber es ist ein Win. Der Mann, ich weiß gar nicht, wie viel er kostet, rechnen wir auf jeden Fall zusammen. Hero ist okay. Cole bin ich sehr zufrieden. Zwei sind noch offen, Jungs. Den wollen wir nicht ziehen. Da haben wir die SBC gemacht, Jungs. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, Prolin, egal, was der kostet jetzt 95k. Also, es lohnt sich jetzt schon. Haben wir nur die Leihkarte, wir gehen höher. Forlan, jetzt können's knallen, Jungs. Diego Forlan, der normale 96k, der WM-Hero, glaube ich, über 1 Million. Ich weiß nicht, ob der noch so viel wert ist. Ist es auch nicht, Chat, wir gehen höher. Kjuve. Oh mein Gott, wir haben noch zwei übrig, Chat. Kjuve, auch eine saftig geile Karte, 105k der normale. Das ist er, Chat. Nummer 2. Kjuve Nummer 2. 105k. Bin ich zufrieden mit. Ist okay. Ist wirklich in Ordnung. Gute Werte. Passt mit zu dem Cole. Passt mit zu Keen. Ist okay. Jetzt geht's aber höher. Wir haben immer noch einen. Smolarek. Oh mein Gott. Das wäre so gut gewesen. Ne? Al-Owairan kann nur der WM-Hero, die WM-Karte kommen. Haben wir nicht. Govu. Oh, let's go! Come on! Sehr nice! Govu ist am Start! 574k! Sehr, sehr nice! Ding ist GG in den Chat! Mega nice! Da hat sich das doch dann am Ende doch gelohnt, das Recraft, ne? Zu den Hero Packs. Wir haben Govu gezogen, der 570k kostet. Kjuve 105k. Und Cole kostet auch nochmal... Der WM-Cole kostet nochmal 300k. Wir haben fast 1 Million daraus geholt. Also wirklich absolut insane, Chat. Sehr, sehr nice.
Boys and Girls, da gehen wir rein. Das große Experiment. Welche Picks können mehr? Wir haben 5 von jedem gemacht. Einmal 75er von den Gewinnern Dings da Bumstars und 5 von den 78ern. Wir starten rein mit den 78ern und hoffen natürlich hier auf die WM, Icon. Wette ist, die 62% denken, die 78er gönnen das höchste Rating. Mal gucken, ob das stattfindet. Ich bin sehr gespannt. Bis jetzt sieht das noch sehr, sehr mau aus. 84er sieht schon mal gut aus. 84er schon mal, legen sie schon mal gut vor. Aber ich denke, ein Walkout musst du schon mal machen. Komm schon. Ein Walkout muss schon noch mal kommen. Ja, Tabsoba noch. Okay, 84er. Was gönnen die 75-Pluser? Das ist die Frage. Okay, die gönnen 80er. Die gönnen einen 84er Muniain. Okay, Unentschiedene. Gönnen die noch mehr? Guimarisch. Den PDG hätte ich auch gern mitgenommen. Komm, gönne. 85er Gnabry. Damit ist das Ding schon durch. Die 75-Pluser haben das Ding gerockt. 75er-Pluser gewinnt. Aber wir hatten keinen Walkout drin. Und das ist sehr, sehr schade. Marmelade. Weiter geht die wilde Fahrt. Nächstes Experiment. Zweite Runde. Was gönnt diesmal mehr? 78er oder 75er? Diesmal starten wir mit dem Gewinner an. Fangen wir an mit 75ern. Come on. Gönne, yay. Icon. Wo ist sie? Ich brauch sie. Ich brauch die Icon. R9. Bam. Oh, Montiel. Nice. Ja, 85er. Es ist auf jeden Fall, ich sag's mal so, da legen die 75er wieder richtig gut vor. Nummer 4. Oh! Wir haben das Ding durchgespielt, Chat! Let's go! Ich hab's gesagt, Chat! Wer braucht den Icon-Pick für 35 Tokens? Wir spielen das Ding so durch! Let's go! Yummy! Ach du Heilige! Ja, nehmen wir mit, Chat! Dann fehlt uns ja jetzt nur noch R9, bam! Oh mein Gott, es wäre so schön gewesen, ne? Es wäre so schön gewesen, ja! 91er, wenn das die 78er knacken, ich sag's mal so, das sind dann die besten 10er Runde aller Zeit, ne? Also, ich sag's so, wie es ist. Da kann, ah, guck mal, aber 85 auch not bad. Auch nicht schlecht. Alter, das war's komplett. Ja, für ein paar Non-Rares haben wir den Bobby Moore gekriegt. Und nicht für 85 Tokens, das ist es, Genji. Und letzter Pick, nochmal ein 83er Radetzky, ey. Absolut wild, Chat. Die 75er gönnen uns Montiel und Moore. Eieieiei, Chat. So, Männer. Die 75-Plus-Picks haben mich überzeugt. Wir haben Moore-Icon rausgezogen. World Cup-Icon. Wir haben nicht mehr 5 von diesen 78ern gemacht. Wir sind nur bei den 75ern geblieben. Komm mal, wir gehen rein. Jetzt R9. Ich würd's fühlen, Chat. Ich würd's fühlen. Mal gucken. 82er-Rating. So. Piquet 83er-Rating. Ja, wir steigern uns. Von hinten. Ferran Torres 82er-Rating. Okay. Canales 84, auch in Ordnung. Jetzt müsste nur mal der Walkout kommen langsam. Bentancur. Ah, weiß ich jetzt nicht. Gönne, ey. Komm schon, ich vertraue auf eure Packs. Auf eure Picks, meine ich. Noch 4. Wir hatten Moore. Chiellini 84. Komm, noch 3. Pope. Ah, ich glaube, jetzt ist die Hoffnung weg. Nur noch 2 übrig. Jetzt ist die Hoffnung gegangen. Keinen Walkout. Yay hat uns so gute Sachen gerade in der letzten Runde gegeben. Da sagt sich Yay jetzt, nee, mehr kriegst du auch nicht. So, Boys and Girls, wir haben nochmal ein paar Picks gemacht. Wir haben Moore gezogen. Es ist absolut wild, was wir gerade auf der RTG hier erlebt haben in den letzten Minuten. Jetzt gehen wir rein ins letzte vom heutigen Video, im letzten Akt. Kampagnenmix. 1 von 2. Ich habe keine Ahnung, was wir ziehen werden. Ich weiß auch nicht, was wir alles ziehen kann. Deswegen, wir gehen einfach mal rein. Gutes altes R3, ihr kennt das Ganze. Alles andere wäre ja Quatsch. Nicht R3 hier. Stat Reveal, Dings da, Bums da, so rum eher. Komm schon, gehen wir rein in die ganze Sache. Abfahrt. Ich bin gespannt. Ich drücke R3. So, okay, wir gehen rein. Ich habe keine Ahnung, wen wir alles ziehen können. Starten rein mit 75 Physis. 89 Sprungkraft. Okay. Ach Gott, das kann auf jeden Fall kein kranker Stürmer sein. Passende. Ach du Heilige, was ist das denn für ein... Was ist das für ein Stürmer? 86 Schießen und 87 Tempo. Vielleicht Checo? Chicharito, was ist das denn? Was ist das denn für ein erster Pick? Na komm, das war's komplett. Brauchen wir nicht drüber reden. Also, das ist ja krank. Aber wir denken positiv. Wir denken positiv. Komm schon. Zweiter Pick wird Hüses werden. 94 Sprungkraft, 82 Ausdauer, 80 Aggressivität. Dazu eine gute Verteidigung. Könnte so ein Achter werden. Achter, Sechser, Zehner.
82 Tripping, aber mit 93 Beweglichkeit, 89 Balance, Reaktion, Ballkontrolle, bodenlos. Boah, ich weiß es gar nicht. Passen 78, schießen 3, also der kann ja alles, aber irgendwie auch nichts. 90 Tempo aber. Chat, ich hab keine Ahnung. 3, 2, 1. Also so viel Glück, wie wir vor uns hatten mit Moore und mit den Hero Packs. Aber das ist ja unterste Schublade. Ja, für die Eintracht-Fans, Jungs. Wir gehen mit Eintracht, weil 3 Ratings höher oder tiefer, völlig egal. Jungs, wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Habt ihr schon aus den Picks eine Icon gezogen? Ja oder nein? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall raus. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Kuss.